Gespräch. Letzter, was sind das? Was können wir, was können wir uns trennen von was? Ja, da muss man ja ganz lang drauf drücken. Und ich sehe wieder nicht, wie lange es noch brauchen wird. Trollo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 l. Das kann man irgendwie immer zu jedem anders singen. So in der Schule muss man einfach wieder trollololololololol. Ist auch ein bisschen komisch. Ich hatte früher noch so ein Programm, mit dem ich meine iPod, mit dem ich mein iPod aufgenommen habe, das über den PC lief. Und wenn ich das jetzt starten will, ich kann das Programm nicht mehr öffnen. Oder doch, ich kann das Programm öffnen, aber ich kann damit mein iPod nicht mehr darstellen. Nicht über die Programme vom iPod. Die Programme, wo dazu wirklich gehören. Dann so Drittanbieter wie Camtasia oder so. Ich kann über alles diesen iPod nicht mehr öffnen. Oder diese iPod-Kamera nicht mehr öffnen, weil das einfach auch nur ein Video-Input vom PC. Ich kann es überall nicht mehr öffnen, weil es angeblich von was anderem benutzt wird. Und WinTV kennt es gar nicht mehr und so weiter. Das ist echt ein bisschen nervig. Aber irgendwie, das Programm ist eh kacke. Weil es immer so ein Bildschirm in vier Kacheln unterteilt. Und man dann immer so vier Sch oder vier Spalten, und die sich dann unterschiedlich schnell dem Bild wieder, was wirklich auf dem iPad passiert, anpassen. Oh, Äpfel. Warte mal, wir haben doch bestimmt. Geht das? Nein, ich hätte gerne den Apfel. Habe ich den Apfel? Nein, ich habe natürlich nicht den Apfel. Ach, meine. Meine Finger. Oh, da krebt sich mal mein Kabel so rein. Mal wieder kurz entleeren. Mal wieder unnötige Sachen loswerden. So wie alles hier. Also einfach sterben, gut gesagt. Okay, hier haben wir unseren Gunpowder. Das können wir gleich mitnehmen. Ja, alles schon. Und der ist herum. Oh, reicht schon fürs. Ja, 5 TNT. 5 Gunpowder brauchen wir für ein TNT. Ah, der Sprengradius ist doch, glaube ich, bloß 3x3 oder so. Ist ja noch ein bisschen kacke ist. Und funktioniert gleich im Feuerzeug, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mal ein paar Steine kann ich noch brauchen. Achso, ich habe ja. So. Jetzt mal die große Menge loswerden. Alter, da vibriert schon wieder mein Handy. Die werden mich dann wahrscheinlich wieder anschauen. Nee. Das auch nicht, aber in meinem Ort ist auch der Empfang nicht sonderlich genial. In meinem KUKA-Fort. Und hat ein Herz gebracht. Wow, bringt genauso viel wie Brot. Ja, passt eigentlich, oder? Nee, ich glaube, Äpfel bringen nur noch anderthalb oder so. Kein Plan, was da los ist. Nein, meine Leiter. Die gebe ich dir nicht. Und dir auch nicht. Das gebe ich euch. Gegeben. Dann Holz würde ich jetzt mal nicht anfangen. Wie sieht es denn Cleanstone-technisch aus? Hier haben wir keinen mehr, weil sonst müssen wir da erstmal noch ein bisschen machen. Nein. Nein. Nee, Cleanstone haben wir nicht mehr. Ich mache hier noch ein Stack mit. Kohle haben wir noch genug. Dann mache ich gleich mal zwei Stacks. Wie viel? Ja, dann mache ich gleich mal zwei Stacks. Steaks. Boah, ich bin heute in Megalaune. So. Hier soll das ja auch jetzt gehen. Ja, ist sehr schön. Hier, hier. Mal so, so. Scheiße. Egal, leck mich. Halt die Fresse. Halt die Fresse. So war's. Bitte halt sofort deine Fresse.
Wird schon wieder Nacht oder hat die Nacht noch ausgelacht? Oh, Mama. Machen wir denn das hier mit der Treppe? Soll ich die auch auf Stein machen? Muss ich gleich mal noch schauen, aber erstmal noch mal wieder schlafen gehen. Und mal wieder das größte oder das komplizierteste, die Tür zu machen. Nein, nicht wieder. Das ist so crazy. Warte, ich bin immer noch famous. Ach, genial, wie das gerade mal funktioniert. Und Schwert in die Hand. Wie unüberraschend. Niemand weiß, top ausgeleuchtet ist. Trollo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 l. Nein, was mache ich, ey? Schon ganz im Wahn hier. Nur Trance drin, aber ist auch noch eine Nacht. Nächste Nacht wird unsere letzte sein für heute. Oh, ganz genau. Waken. Ja, reicht nicht ganz. Fuck you. Mann. Ich bin ein Mega-Singer, obwohl ich es nicht kann. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es kann. Oder eher andersrum. Hoppala. You wanna play me? Ich mache mit dem jetzt ein Beatbox-Battle hier auf dem Sand. Mein Gelände mit dem geilen Sound. Erstmal die Fernkampfwaffen rauspacken. Und der letzte Schlag wird vernichtend sein. Oh, haben wir Gunpowder? Juhu, zwei Stück. Läuft hier gerade blendend. Genau wie Blender. Alles muss was anderes. Wenn man jetzt was zurechtkommt, ey, das finde ich echt cool bei Blender. Oh, ganz ruhig. Okay, warte mal. Ist hier irgendwo. Ach, halt die Schnauze. Das heißt, hier wäre irgendwo eine Höhle, oder? Weil, ich meine, in diesem Berg waren wir doch sicher noch nicht drin. Muss ich gleich mal schauen. Ach, wie doof bin ich eigentlich? Hm, gar nicht gesehen. Fuck, 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 Alter. Da, okay. Alter. Alter. Ich war ein bisschen erschrocken. Weil das war schon ziemlich laut. So, auf Ohrhören ist vielleicht noch ein bisschen lauter wie bei euch. Ach, scheiß drauf. Und ja. Oh. Und das ist schon ein bisschen ein Gruselfaktor, das Spiel. Könnte ich auch mal schauen, ob ich vielleicht Gronkhs Soundpack installiert bekomme. Weil das ist ja schon ein bisschen extrem, wie laut das da teilweise ist mit den Viechern. Und jetzt auch einfach nur nervig, weil die eigentlich ständig immer irgendwas labern. Was lobst du? Hast du gelernt? Boah, ich hab das so gehasst, ey. Jeder ist damit gekommen. Was lobst du? Das war mit der Zeit wirklich ein Scheiß. Ich denke mal, das werden wir auch die meisten wohl nicht kennen. Alter. Alter. Fuck. Mann, ey. Mach mich doch nicht so verrückt, ihr Scheiß Minecraft-Viecher. Es ist Tag, okay? Den gerade jemand gesehen. Hm? Wahrscheinlich irgendwie runtergesprungen und hat dann... Nee, macht er gar nicht. Ist ja noch ziemlich verbuggt. Verbuggt. Man sieht ja schon beim Spiel eigentlich immer den so Vergleich mit der PC oder so. Und ich glaube, das geht jedem so. Wenn da etwas nicht so ist wie da, dann ist es eben verbuggt. Oder ja, einfach verkackt. Verbuggt oder verkackt. Ich würde auch mal echt mal interessieren, ob es welche gibt, die wirklich durch den App Store. Weil da steht ja Minecraft schon hoch dabei, weil. Ich glaube, das ist eins der einzigen, oder das war lange Zeit mit 5 Sternen da. Also stand wirklich sehr lange Zeit mit 5 Sternen in den iPod-Charts, meist, oder Umsatzstärkste und so weiter. Ist ja auch schon verständlich. Und ob da wirklich welche nur durch das auf Minecraft aufmerksam wurden und ihre ersten Erfahrungen mit Minecraft dann auch wirklich auf dem iPod hatten und davor noch nie was von Minecraft gehört hatten. Das würde mich mal interessieren, ob es wirklich so welche hier auch gibt. Wo vielleicht mir auch zuschauen.
zuschauen. Weil ich meine, Minecraft hat ja gerade in der Gamer-Szene, sollte das eigentlich jeder kennen, Minecraft. Ist eigentlich eins der genialsten Spiele und Spielideen, die es in letzter Zeit gibt, so neben den ganzen Free-to-Play und Shooter-Geschichte, was in letzter Zeit hier abgeht. Ist also schon mal was ganz anderes, weil das zieht nicht das Geld aus dem Arsch. Da kauft man sich für 15 Euro oder man kann es ja sogar bloß für 10 Euro gekauft haben. Kohle, Kohle, Kohle. Aber man kann es ja bloß für 10 Euro gekauft haben. Ohne irgendwas und man braucht keine Map Packs kaufen, denn man hat die größte Map der Welt. Man muss ja keine 100 Euro für ein fertiges oder nicht mal fertiges Spiel ausgeben, wie man es jetzt bei Battlefield oder COD sieht. Nee, weil man gibt hier. Ich habe 15 Euro für den Scheiß bezahlt. Und ich habe einfach ein Spiel, das sich ein Jahr später immer noch weit, das sich ein Jahr später immer noch weiterentwickelt. Und einem immer noch Spielspaß gibt, das ohne auch nur einen Cent aus der Tasche zu ziehen. Es gibt Millionen Server, die keinen Penny kosten. Und ich meine, das ist einfach nur bombastisch, wenn man das mal so sieht. Und das Coole ist ja, dass Notch wahrscheinlich trotzdem einfach mal Millionär wurde. Mindestens, als wenn nicht sogar Milliardär. Weil das wurde ja auch schon auf Xbox auf Trials Höhe gebracht, obwohl es da auch nicht mal mit der neuesten Version eingestiegen ist auf der Xbox, sondern auf dem iPod ist auch verdammt beliebt. Also die neueste Version, ich glaube, 4,5 Sterne sind es trotzdem noch, was das von der Bewertung abgibt. Und das Spiel ist einfach genial, man kann es ja nicht anders sagen. Weil man kann aus dem Spiel auch jedes andere Spiel machen. Ich habe sogar schon Mods gesehen, wo dann sowas wie, wie heißt das gute Stück? Search and Destroy von Call of Duty nachspielen und man 500 Punkte für einen Gegnerkill kriegt und dann auch eine Killfeed anzeigen und so weiter. Es gibt einfach jeden Scheiß für Minecraft und es gibt einfach so viele kostenlose Mods, ey. Das sind Sp wie Spielmodis und man muss keinen Cent dafür bezahlen. Und auch eben die ganzen Maps und so ist alles komplett kostenfrei. Eigentlich lebt das komplette Spiel nur von Werbung, wenn man das mal so sieht. Die ganzen Texture-Pack-Hersteller, die bekommen ja, ich glaube, mal ihr Geld einfach bloß durch Werbung. Ist schon interessant, wenn man mal so genauer drüber nachdenkt. Ich habe mir zu voll in den Fluss geredet, oder mich jetzt hier von den Fluss geredet. Ach scheiße, man unser Tag-Nacht und muss jetzt durch das Bett voll durcheinander gekommen. Früher ist ja immer die Nacht gekommen, wenn es so ziemlich auf eine Stunde zuging. Und jetzt, wenn wir immer schlafen, ist so ein bisschen anders. Schade. Ja, die Kohle bin ich jetzt mal gar nicht mal nicht so drauf. Nicht so. Ist nicht so, oh, sorry. Da wollte ihr wohl was raus. Hier mal jetzt mal erstmal alles voller Erde voll, auch wenn dann vielleicht ein bisschen was wieder rausgeruppt wird. Ach, wunderschön. Das ist konstruktive Arbeit. Nee. Genaue Arbeit, jeder Block geplant. Ist halt scheiße, man kann irgendwie einen Block setzen oder seinen Finger bewegen. Beim iPod kann man ja bei, aber beim PC kann man ja beides machen. Das nervt eben auch noch sehr an iPod. Sollen einfach nur so ein paar PSP-mäßige Knöpfe hinkommen, aber dann wäre es eben auch nicht mehr wirklich so der alte iPod. So, und jetzt kurz vor Schluss auch nochmal unterbrochen werden, so in den Schlussgerade. Darf ja immer nicht fehlen in so einer Aufnahme. Ja, jetzt nehme ich noch die Kohle mit und gehe dann mal wieder hoch. Und dann haben wir. Oh, doch, zur Nacht. Ging ja gerade noch mal so gut. Nicht vergessen, das nachher mit Erde aufzufüllen. Hehehe. Trollololol. Ein gutes Trollolol zum Ende. Und wisst ihr was? Ich logge mich nicht mehr hier aus. Nein. Ich gehe jetzt auf meinen neuen Lieblingsplatz, denn da sind keine Monsters nearby. Nein, nein. Da ist die Welt noch in Ordnung und die Aussicht auch. Da machen wir eine Brücke rüber, das sage ich euch. Nee, nee, Spaß. Steamberg kann man auch noch was machen, weil das ist jetzt bis jetzt bloß nicht mal der höchste Punkt. Da muss noch was gemacht werden. Und wir haben schon wieder bloß 3,5 Herzen. Naja, auf jeden Fall. Was das wieder so zur guten Stunde, auch wenn es ein bisschen weniger ist mit Cutten und so weiter. Hatte ich am Anfang ein paar Probleme, das zu öffnen, war ziemlich nervig.
Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ohne Texture Pack ist, weil sonst ist es so scheiße verbuggt, da habe ich auch keine Lust drauf, dass da entweder überall mit Update TP steht oder die Items wieder ganz anders sind. Weil ja, Sfax sich ein bisschen zu gut für die Pocket Edition ist. Yeah, so sieht's aus. Ganz genau, dass die warten. Nee, Spaß. Ich find's cool, dass sie überhaupt mal sich dran angewagt haben, weil das, glaube ich, das einzige Texture Pack, was da wirklich eine offizielle Version rausgebracht hatte. Und naja, das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde der Blöcke-Unterhaltung mit 8x8 Pixel. Bis zum nächsten Mal, tschaußen, Leute.